Willkommen zu einer speziellen Runde. Wir spielen gleichzeitig, zocken wir und Unknown Rush muss Fragen beantworten. Wir legen direkt los. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Eigentlich acht. Früher war es nur, müssten es neun gewesen sein. So, das war richtig. Welche Tiere produzieren Honig? Bienen ist korrekt. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland? 24. Nein, 16. 16 ist korrekt. Welches Organ pumpt das Blut durch den menschlichen Körper? Herz. Das Herz ist korrekt. Wo leben Kängurus? Australien. In Australien ist richtig. Wir gehen zur nächsten Seite. Wie nennt man die Luftspiegelung in der Wüste? Luftspiegelung? Nee. Luftspiegelung, wenn du etwas in der Wüste siehst, was nicht... Fata Morgana ist richtig. Aus welchem Land? Gut, das ist eine Scheißfrage. Wie heißt die größte Menschenaffenart? Gorilla. Gorilla ist korrekt. Wie nennt man nach einem Erfinder ein lenkbares Luftschiff? Luftballon. Nein, Zeppelin. Zeppelin, richtig. So, wie nennt man Theaterpuppen, die an Fäden bewegt werden? Marionetten. Richtig. Wie bezeichnet man die Versammlungs- und Gotteshäuser jüdischer Glaubensgemeinschaften? Was, Juden? Okay, die Frage ist sowas von... Kannst du die beantworten? Nein. Die richtige Antwort wäre Synagogen gewesen. Welche berühmten Bauwerke findet man in der Wüste Ägyptens? Pyramiden. Pyramiden ist korrekt. Welches Tier schlägt ein Rad? Keine Ahnung. Jetzt habe ich auch keine Ahnung. Der Pfau. Okay. In welchem Erdteil lebt das Einhorn? Einhorn. Gibt's doch nicht. Genau, ein Einhorn gibt es nicht. Doch, es gibt ein Einhorn. Wo trägt man einen egal, scheiß drauf. Wo ist es kälter, am Nordpol oder am Südpol? Südpol. Richtig. Welche Farbe muss man mischen, um die Farbe grün zu erhalten? Blau und gelb. Richtig, oder? Richtig. Wie heißt die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin? Okay, wer soll das wissen? In welchem Märchen kommt ein Pfefferkuchenhaus vor? Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel ist richtig. Wie heißt die Hauptstadt von Italien? Rom. Richtig. Fressen Eisbären Pinguine? Wenn sie Appetit drauf haben. Nein. Denn Eisbären leben in der Arktis und Pinguine in der Antarktis. Ja, das ist ein Argument, kein Kompliment. So, welcher Fernsehsender sendete als erster rund um die Uhr Musiksendungen? Warte, MTV. MTV ist richtig. Was für ein Tier ist Benjamin Blümchen? Elefant. Ein Elefant ist natürlich korrekt. So, wer ist das Oberhaupt der katholischen Kirche? Alter, keine Ahnung. Katholische Kirche, Papst. Okay. Wie heißt die heute ausgestorbene Riesentiere der Urzeit? Dinosaurier. Dinosaurier ist richtig. Wie nennt sich das deutsche Parlament? Bundestag ist korrekt. Korrekt. Aus welchem Land kommt die Gruppe Caught in the Act? What finding? Egal. Welcher Vogel nennt man auch den König der Lüfte? Keine Ahnung. Den Adler. Wie heißt der Kobold, der laut der Seemanns... Was? Der Seemanns sagen Schiffe begleitet. Was für Tiere waren die Bremer Stadtmusikanten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn. Wie nennt man das Knochengerüst des Menschen? Wirbelsäule oder so? Das Knochengerüst des Menschen. Was nochmal? Das Knochengerüst des Menschen. Knochengerüst? Skelett.
Richtig. Ich hab verstanden. Ja. Ja, das kann ja genau. Wie man sieht, sind wir gerade aus dem Spiel rausgeflogen, aber wir machen weiter. Welche Glaubensgemeinschaft gehören die meisten Menschen in den arabischen Ländern an? Nochmal. Evangelium, katholisch oder Islam? Islam ist richtig. AK-47. Wie heißt das Jungtier eines Pferds? Pony. Falsch, Fohlen. Was? Fohlen. What the fuck, Alter? Okay. Okay. Wie bezeichnet man ein Gerät zur Bestimmung der Himmelsrichtung? Keine Ahnung. Norden, Süden, Westen, Osten. Ach so. Ach scheiße, mir fällt gerade... What the fuck? Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Kompass. Wie es aussieht, sind wir in einer XP oder Hacker Lobby. Und deswegen werden wir so viel XP scheißen. Welche Farben muss man mischen, um die Farbe Orange zu erhalten? Rot und... Ist das richtig? Ja, rot ist richtig. Lol, what the fuck ist das? Oh. Rot und gelb ist richtig. Okay. So. Wie ist der Erfolg... Sind Delfine Fische oder Säugetiere? Säugetiere. Richtig. In welchem Märchen wird jemand durch Obst vergiftet? Schneewittchen. Richtig. Wie viele Minuten hat ein Tag? Minuten ein Tag? Ja. Ach du Scheiße. Keine Ahnung. 24. Richtig, 14.000. 1.400. warte mal. Jetzt bin ich auf dem Konzept. So. Welche Insekten können nur einmal stechen und müssen dann sterben? Wespen oder Bienen? Bienen. Zu welcher Gruppe gehören die Brüder Liam und Noel Gallagher? Keine Ahnung. Die Frage ist eindeutig scheiße. Wer war der Begründer des evangelischen Christentums? Mein Vater. Ja, Martin Luther ist richtig. Wie oft kommt ein Schaltjahr vor? Keine Ahnung. Alle 4 Jahre kommt ein Schaltjahr vor. So, Hunde schwitzen wegen ihren dichten Fell schneller als Menschen. Was tun sie, um sich abzukühlen? Keine Ahnung. Lass die Zunge aus dem Mund hängen und hecheln. Das kennt man von meinem Chachi. So. Kann ein Wal ertrinken? Nö. Ja, denn er atmet mit Lungen und muss zum Atmen an die Oberfläche kommen. Langsam wird's schlecht für dich hier, ne? Aus welchem Material stellt man Papier her? Aus Holz. Richtig. Wie nennt man einen jungen Hund? Also der gerade auf die Welt gekommen. Welpe ist richtig. Welpe ist richtig. Welpe! Okay. Und... Ich glaube, das ist nicht gut. Wir kommen zur... 1-10 ist okay. Wir kommen zur letzten Frage. Nein, noch mehr. Okay, wir machen noch mehr Fragen. Was ist ein Torero? Baum. Falsch, ein Spielkämpfer. Scheiße. Keine Ahnung. In welchem Märchen treten Goldmarie und Pechmarie auf? Keine Ahnung. Welche Farben muss man mischen, um die Farbe Violett zu erhalten? Dunkelblau oder so. Blau ist richtig? Keine Ahnung. Blau und Rot ist richtig. Scheiße. Wie heißen die heiligen drei Könige? Ich. Richtig, Kaspar, Melchior und Balthasar. Scheiße. Welche Insel nennt man auch die grüne Insel? Woher soll man die Scheiße wissen? Jetzt mal ernsthaft. Wer hat angeblich blaues Blut? Boah, keine Ahnung. Welchen adlige Abstammung? Wo tanzt man den Schuhplatt? Was ist das für eine behinderte Frage? So. Wie viele Tage hat der Monat Juni? 31. Falsch, 30. Scheiße. Wie heißt der trollige Freund von Mickey Mouse? Donald Duck. Falsch, Goofy. Scheiße, Mann. Was für Verräter. Welches Fest feiert man am weißen Sonntag? Richtig, die Erstkommunion.
Und in welche Himmelsrichtung geht bei uns die Sonne auf? Im Osten geht die Sonne auf, richtig. So. Stimmt es, dass Janet Jackson die Schwester von Michael Jackson ist? Lügner. Ja. Welches ausgestorbene Tier war mit dem Elefanten verwandt? Mammut. Richtig, das Mammut ist richtig. Ist gut, wie heißt das Jungtier eines Rinds? Kalb. Richtig. Kalbfleisch. Okay. Aus welchem Land kommt die Gruppe Backstreet Boys? I don't know. Aus den USA. Wie heißt das Fußballstadion von Borussia Dortmund? Richtig, Westfalenstadion. Wie heißt das nördliche deutsche Bundesland? Boah, warte. Kommt gleich? Ja, kommt gleich. Richtig, kommt Schleswig-Holstein. So, in welchem Land liegt der Ursprung des Hinduismus? Wo wurde der Hinduismus eigentlich gegründet, oder? Weiß. Gut, in Indien. Ah, okay. Wie heißt das Fußballstadion von Bayern München? Warum immer nur Fußballstadion? FC Bayern. Ah, Olympiastadion. Können Eulen tagsüber oder nachts besser sehen? Nachts. Richtig, die können nachts besser sehen. Wie viele Dezimeter hat ein Meter? Was? Ein Meter? Ein Meter, wie viele Dezimeter? 10 ist richtig. Und wir kommen zur Frage. Lol. Da. In welcher Einheit misst man in Europa die Temperatur? Celsius. Wie viele Sterne hat die amerikanische Nationalflagge? 50. Richtig. Zählt ein Programm zur Hardware oder zur Software eines Computers? Was? Zählt ein Programm wie Norton oder so zur Hardware oder zur Software? Software. Richtig, zur Software. Und wir blättern im Buch die Seite weiter. Und da haben wir eine letzte Frage, die ich jetzt stellen werde. Und nein, wir haben keine Frage mehr. Haben wir noch eine Frage? Hast du Spaßfragen? Spaßfragen. Spaßfragen. Warum sind Fische stumm? Weil sie nicht reden können? Wie muss ich die Lösung finden? Keine Ahnung, was ist das für eine behinderte Frage? Komm, eine Frage haben wir noch, die letzte Frage. Warte mal. Schnell, komm Alter, schon. Ich bin nur am Sterben, komm Mann. Schon. Hast du komm, eine letzte Frage. Welche drei Worte machen jeden Hai glücklich? Was? Richtig, Mann über Bord. Und das war's mit unserer Gaming- und Quizfragen-Challenge.